Hallöchen und willkommen zurück zu Assassin's Creed mit mir hier auf Zwischenwelten. Also mir, dem Lenchen. Wer hätte es gedacht? So viele Frauen haben wir, glaube ich, auch gar nicht auf YouTube. Und es geht weiter. Wir haben gerade diesen Mann hier getötet, der war ein bisschen unschuldig. Was passiert eigentlich, wenn ich da hinlaufe? Da kann ich gar nicht hinlaufen, gell? Okay. Ein unschuldiger alter Mann, den hätten wir wahrscheinlich nicht töten sollen, aber haben wir halt gemacht. Ne? Also wir nicht, sondern. Okay, Taste 1 und leer. Oh, und lauf natürlich. Ja. Gut. Dann folgen wir dem Typen einfach. Und laufen dann hier hoch. Okay. Er bleibt da stehen und wartet auf unseren anderen. Genau. Die Programme. Das muss der Schrein sein. Ups, da. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Ja, ich habe auch das Buch gelesen zum ersten Teil. Ups, da war ich. Darf sich ja nicht bewegen mit dem Adlerauge. So. Das ist unser Ziel. Ich habe auch das Buch gelesen und es ist sehr interessant. Naja, ich habe das Buch gelesen, statt das Spiel mal durchzuspielen. Da bin ich ganz ehrlich, weil die Steuerung ist wirklich traurig. Naja. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah. Nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Blut. Nein, nicht! Da hätte der mich mal nicht festgehalten. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Kaffeetechnisch. Zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Das ist ganz schön viel Schaden angerichtet dafür, dass du nur ein Kerl. Naja. Grafiktechnisch her ist das Spiel natürlich für die Zeit, wo es rauskam, ziemlich gut. Die Zeit muss rauskommen. Jetzt geht's so, ne? Ja. Wobei, es gibt Spiele heutzutage, die haben immer noch eine schlechtere Grafik. Komm ich doch rüber? Ja, ich glaube schon. Aber was ich mir wirklich mal wünschen werde, wäre wirklich hier ein Remake von Assassin's Creed vom ersten Teil. Wo die Grafik ein bisschen aufgehübscht wird. Muss ja nicht viel sein. Und dieser... Steuerung, nee, was wollte ich jetzt sagen? Doch, Steuerung und das Kampfsystem nochmal verbessert wird. So. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Sind so unwichtig, die älteren Gedächtnisabschnitte. Brauchen wir nicht. Ja, ganz interessant im Buch. Altair, ihr seid zurück! Rauf, wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf mich. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Ich gehe einfach weg. Was wollte ich sagen? Verdammt, ich hab's vergessen. Ich finde es immer so lustig, wie die Leute immer so, oh mein Gott, was macht der da? Er rennt! Rennende Menschen.
So. Ja, das hier ist ein schöner kleiner Ort und so. Sieht echt ganz nett aus. Entschuldigung. Ah, hier kann man den Todessprung schon mal machen, ne? Von da oben ist bestimmt lustig. Oh Mann, ich hab's echt vergessen, was ich sagen wollte. Das ärgert mich gerade vor. Ich geh von hier aus. Nein, 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 nicht die Treppe runter. Das können wir nachher machen. Yippie! Das macht definitiv Sinn. Das macht definitiv Sinn. Echt jetzt? Okay. Dann hätten wir das ja geklärt. Ja, wir sollen eine Leiter benutzen, wenn es auch so geht. Da drüben müssen wir, glaube ich, ne? Dieses Spiel ist auch leicht verbuggt. Also ein Rework, Remake wäre echt nicht schlecht. Alter, und guckt euch mal an, wie das aussieht, wenn der sprintet. Was mag ihn veranlassen, so zu laufen? Warum macht er das? Ja, warum macht er das? Ich weiß es auch nicht. Achso, das ist... Ups, falsche Taste. Entschuldigung. Fuck. Hat keiner gesehen. Stimmt, ja, in dem Spiel kannst du... Spiel kannst ja jeden noch umbringen. Hi. Ich hab nichts gemacht. Wo flieht er nur? Ja, wo verflieht er? Vor deiner hässlichen Visage. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. So, hier ist jetzt ganz kurzer Schnitt drin. Tut mir leid, mein Spiel ist mir abgerauscht aus irgendeinem Grund. Ich verstehe es auch nicht. Ich mache jetzt einfach nochmal weiter. Ich hoffe, ich war nicht mit einem Satz. Welche Ehre. Ja, genau. Wir sind ein Meisterassassine, ne? Höchster Rang und so. Der Meister erwartet euch. Also nicht der Meistermeister. Ich kann euch auch noch ein bisschen was aus dem Buch vermitteln. Ich glaube, das wird im Spiel auch gar nicht so erwähnt. Aber jetzt erstmal zur nächsten Szene. Reden wir mal mit dem Kerl. Altair. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Dem 1:1 aus wie Alter ihr. Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder.
Mein Bruder könnte noch leben. Copy and paste. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Die Bundeslade. Nee, obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Yippie. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Der schaut auch Spule aus. Vor für aktuelleren Gedächtnisabschnitte. Der schaut auch aus wie Desmond, ne? Ob das halt Absicht ist oder nicht. Okay, was haben wir denn? Ich kann noch gar nicht umschalten, okay. Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Brauchen alle mich. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten, aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. Das krieg ich hin. Lass mich mal durch. Ah, stimmt, in der Box ist ja Waffen. Versteckte Klinge ist die 2, die 4 sind die Fäuste und die 1 ist das Wurfmesser und die 3 ist das Schwert. Okay, das ist Schwert. Okay, alles klar. Ich habe mal früher gelernt, wie Kontern geht bei dem Spiel. Das ist eigentlich vielleicht. Au. Gut. Ja, solange du kein Schwert hast, bin ich besser als du. Also nicht besser, sondern... Dings, ne? Weiß Bescheid. Schöne Rolle. Ach, Menschen. Wieso sind die hier? Ich glaube, wir mussten weiter runter und da unten dann. Yay! Fliegen! Ja. Okay. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Hier dran ist Waffenverbot. Wovor rennt er denn weg? Altair, kommt! Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Geschenke! Ich mag ja Geschenke. Ich mag auch gerne verschenken und jetzt haben wir ein schönes Geschenk für unsere Gäste. Nee. Er wird Ärger verursachen. Ja, das werde ich. Geht auf diese Plattform, Altair. Heide! Gebt zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert! Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel. Ich versichere euch, es ist kein Spiel. So sei es. Bringt mir die Geisel. Ja. Oh, sehr traurig. Euer Dorf liegt in Ruinen und eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt?
Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Okay. Zeigt diesem Tumpenrecken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Tumpenrecken. Herauf zum Herrn! Zap. Mein Bein! Still! Damit bist du dämlich. Oder die Templer werden uns hören. Ich meine, Heuhaufen trifft der. Okay, tschüss. Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde ringen. Yay! Den Tod auf unsere Feinde regnen. Das gefällt mir. Wenn man bedenkt, dass Alter eh nicht schwimmen kann. Ups, ich bin schon wieder gegen diese Wand gelaufen. Ja, okay. Ja, ich muss da hochklettern. Alles klar. Ich hab's verstanden. Was zum... Kamera. So. Wenn ich mich nicht ganz irre, war es im Buch so, dass die Stadt sogar mehrere Tage mal eingenommen worden ist. Oder war das jetzt, wo die eingenommen wurden? Ich weiß nicht, auf jeden Fall wurde die Stadt des Öfteren eingenommen. Und wir haben immer eine Möglichkeit gefunden, sich da rauszukommen. Alter, ihr beweg dich. Ja, genau. Ja, und da wurde auch erzählt, dass die Assassinen oft als Begleiter in der Wüste waren und so. Und dann, ja, lassen wir erstmal den Tod auf unsere Feinde regnen. Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu verteidigen. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz. Eure Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge... fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden, direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch. Ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Thank you.
mitzutun. Er hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe. Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Okay. Ehrlich gesagt, habe ich mir schon wieder vergessen, eine Uhr zu stellen. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall, wir wollen jetzt hören, was die sagen, ne? Das ist nämlich so voll interessant und so. Was haben wir hier eigentlich? WLAN oder was? Ne, ist hoch. Okay, schade. Ja, hier richtig modern eingerichtet. Ey, das sieht auch echt scheiße aus. Weil wir haben ja die Luftschächte. Also, lauschen wir einfach mal, weil wir es können. Wenn Sie von den Gefangenen meine Autorität in Frage stellen, es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn Sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. So. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. Ja. Okay, wir können uns ja nochmal kurz hier umgucken. Wir haben ja eine Toilette. Und genug Klopapier. Das ist wichtig. Ah. Dusche. Können wir aber nicht benutzen. Wir haben sogar so ein Föhn, obwohl wir ganz viele Handtücher haben. Ein Bettchen. Alles klar. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. So stehe ich auch immer vor meinem Schrank. Naja, ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wie lang der Part jetzt schon ist, aber ich mache ihn jetzt mal Schluss und wenn er ein bisschen kurz ist, tut's mir leid. Wenn er zu lang ist, Glück für euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Gehen wir mal kurz hier hoch. I hate these force walls. Why? Do they disrupt your ghostly body? They make a mess of my hair. Look at me. And we can't have that. Let's find another way. Ja, diese Barrieren sind schon ein bisschen nervig, aber es macht ja nichts.